Sag es wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Zum einen die Vorbereitungen für unser Folger Hawaiianfest im August. Die laufen jetzt sozusagen in die letzte Runde ein. Da gibt es noch viel zu tun. Wir hatten Bewerbungsgespräche fürs Leerstandsmanagement unserer ILE. Die ILE hat uns auch mit einigen Projekten beschäftigt. Wir durften die Bücherzelle in der Spitalstraße einweihen. Ich war auch mal in Nordheim drüben, weil dort die Strandkörbe vorgestellt wurden. Auch ein ILE-Projekt am dortigen Fährstrand. Wir hatten dann das Thema smarte Gemeinde. Digitalisierung ist auch wichtig. Da sind wir auch gerade drüber, dass wir da eine Strategie aufbauen. Wir hatten dann noch einige Bauprojekte. In den Kitas haben wir uns zusammengesetzt für die Bedarfe für Krippenkinder und Regelkinder die nächste Zeit, damit wir da auch reagieren können. Und wir hatten noch bei uns im Rathaus dann einige Gratulationen, wo ich sein durfte, Ehejubiläum oder auch Geburtstage. So viel zu meiner Woche im Rathaus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und im Hintergrund seht ihr ja auch die Störche auf dem Diebenturm, Bonnie and Clyde. Die haben erfreulicherweise 3 Storchenküken bekommen. So viel dazu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.